Hallo, meine lieben Freunde der Sonne, oder sollte ich lieber sagen, meine Freunde von Enshrouded. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Ja, im letzten Part sind wir ja stehen geblieben in Irwurzburg. Genau, Irwurzburg war es. Und da machen wir jetzt auch mal weiter und gucken, was so auf uns zukommt. Also Leute, viel Spaß und let's go. Ja Leute, bevor ich den letzten Part beendet habe, habe ich mich hier noch einen Flammenaltar gebaut, war also auch nochmal zu Hause, habe das Inventar geleert, mir nochmal den Ausgeruht-Buff geholt, jetzt essen und trinken wir natürlich noch was und dann begeben wir uns auf die Reise bzw. auf unsere Erkundungstour durch Irwurzburg. So, wo war es denn? Hier oben lang. Und dann hier rüber. Genau. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt hier auf uns zukommt. In dem Haus waren wir ja auf jeden Fall schon. Und den Schatz von hier haben wir ja auch rausgeholt. Jetzt ist hier natürlich gerade wieder gleich einer, der mich ein bisschen stresst. Deswegen einmal rauf und ihn von hier oben bekämpfen. Ja, ja. Kannst dich aufregen, so viel du willst. Wird dir auch nichts nutzen. Okay, hier sind die Fallen. So, wo war jetzt der, der auf uns geschossen hat? Da oben. Dann werden wir den jetzt vielleicht irgendwie mal platt machen, weil der hat ja diese dummen Dinge. Hallo, bist du deppert? Ja, okay, wisst ihr was? Wir machen es von hier oben. Wieso haut er eigentlich immer wieder ab? Der ist irgendwie doof. Wo ist er jetzt hin? Da ist er hin. Da bist du ja. Oh, das war sehr gut. Dann machen wir das noch kaputt. Und... ups. Dann will ich eigentlich einfach dahinter mal kurz ganz viele von den Dingern schmeißen. Ach so. Geht nicht. Ja gut, sie folgen mir ja sowieso. Hey, wisst ihr was? Wartet mal, lass den erstmal kaputt machen. Jawohl. Nein, zu mir brauchst du nicht. Haha, ich habe meine Begleiter. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe das ja freigeschaltet, dass die wilden Tiere mich nicht mehr langweilen. Und das ist richtig geil, weil mir eingefallen ist gerade, dass mich ja dann die Ratten auch nicht mehr nerven. Und das gefällt mir richtig gut. Und genauso wenig auch die Wölfe. Ja, ja, so ist das. Was haben wir denn hier? Feines alles? Nix. Hier ist auch nichts, wo ich noch rauf kann. Hier ist auf jeden Fall, müsste die Leiche eigentlich von dem Typi sein. Ist sie auch. Da unten ist wieder ein anderer Typ. Ja, komm ruhig her. Komm ruhig her. Ich habe hier Begleiter. Die machen dir nämlich den Gar aus. Ja, ja, da siehst du mal. Ella Badge. Huch. Sag mal, Leute. Komm schon, einmal noch. Macht was. Für euer Dasein. Danke. Ach ja, ist das schön. Ist das toll. Was ist denn hier drinnen so? Eine Kiste. Mit Kugeln. Na klar. Und hier geht's runter. Ganz tief runter. Okay, dann lass mich erstmal gucken, was jetzt hier oben noch so ist. Ob sich das jetzt hier lohnt. Kann ich da rauf? Muss ich da rauf? Ist da irgendwas drinnen? Oh. Was ist denn jetzt, wenn ich da runterspringe? Ist da irgendwas oder nicht? Ich wette nicht, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ach, das ist die Kiste. Von vorher. Na komm, geh doch kaputt. Vielleicht mit der Axt? Jetzt hat. Sehr schön, dann komme ich nämlich auch wieder hier raus.
So, also da waren wir ja. Hier ist nichts mehr hier oben. Nee. In dem Haus da hinten waren wir schon, genau. Dann gehen wir jetzt hier runter. Und gucken mal, was hier so Feines ist. Aber ich glaube, irgendwie auch nicht recht viel. Da hinten ist noch so einer, da unten ist noch so einer, den wir damit nicht kaputt machen können. Hier ist Bücherregal. Öffnen. Ha. Und eine Kugel. Kugelmuschel. Ah. Nee, ich will eigentlich da gar nicht runter. Ich glaube, ich will erstmal auf der Ebene bleiben. Das erscheint mir erstmal sinnvoller, oder nicht? Nee, ganz unten ist sinnvoller. Wenn ich die jetzt da runterschmeiß, dann greifen die hier alles an. Sehr cool. So, dann macht mal. Und ich gehe von hier. Ja, du willst nicht springen, ne? Ich brauch Licht. Habt ihr alle kaputt gemacht? Das ist nett von euch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da wieder was drinnen ist. Ich glaube aber nicht. So. Dann kann man die einfach ganz gechillt plündern. Da dahinter ist eine Kiste. Okay, was plündern wir denn alles? Schönes Wasser und Tierfell und Schwarzpulverkugeln. Die zwei Wölfe nehmen wir mit, ist ja klar. Ach Gott, ist das hier schon wieder verwirrend. Ich weiß gar nicht, wo ich überall hinlaufen muss. So, waren wir hier in dem Bunker schon? Da können wir nirgends hin. Hier ist noch eine Tür, wo es rausgeht. Da waren wir schon, oder nicht? Hilfe, ich komme. Ja, genau, doch, da waren wir. Dann sind wir jetzt quasi mit dem Haus hier auch fertig. Gehen wir mal in das hier. Oh mein Gott. Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Ihr blöden Kack-Noobs. Na klar, er kommt wieder da hoch. Ach, fuck you. Nein. Mann. Und dann leckt es mich wieder irgendwo ins Nirgendwo. Was ist hier? Nix. Ja, ja, ist ja gut. Du musst mir jetzt nicht überall hinfolgen. Das ist kein eigenes Leben. So, hier ist jetzt wieder diese blöde Plünderer-Mutti. Und eigentlich wollte ich mich hier hinstellen. Genau hier nämlich. Kann ich irgendwo drauf? Irgendwo drauf. Es wäre schön, wenn die hier rauskommen würde. Okay, dann machen wir das jetzt so. Also, ich schmeiß jetzt hier ganz viele von den Dingern hin. Scheiße, ich kann gerade nicht mehr schmeißen. Ich möchte mich einfach nur eigentlich irgendwo draufstellen. Und die ist halt tatsächlich auf mir hängen geblieben, die blöde Kuh. Das schmeckt mir gar nicht, schaut mal. Ich kann gerade nichts mehr schmeißen. Oh, aber die machen sie halt echt übelst gut platt. Oh, okay, das kann ich eigentlich die machen lassen. Quest abgeschlossen. Die Mutti ist tot. Haha, nice. Danke, Leute. Ihr seid eine große Hilfe. Und sie hat einen Teerbogen. Und hier ist eine goldene Chest. Mit einem Hirtenstab. Voll geil.
Es ging echt schnell. So, komme ich da irgendwie hoch? Ich denke nicht, oder? Nö. Aber da oben ist auch noch da im Dach irgendwas. Naja, vielleicht finden wir einen anderen Weg da hoch. Ja, geil. Dann haben wir jetzt die alte auch kaputt gehauen. Aha, schaut mal her. Hier kann man drüber laufen von der Hütte. Okay, und wie komme ich da rauf? Hier. Wie? Ja, aber eigentlich will ich ja nicht ganz rauf. So, hier kommt auf jeden Fall der Typ, glaube ich, nicht hin. Und ich muss aber da hinten lang. Ja, weißt du was? Wenn du es nicht anders möchtest, dann hau wieder ab. Genau, so schaut es nämlich aus. Und das hier geht nicht auf. Du nervst. Ja, genau. Hauen sie ab. Wie komme ich denn... Wie komme ich denn da jetzt hin? Oh mein Gott, das war knapp. Und hier ist die Kiste. Wolfsschlund. Coole Waffe. Müssen wir uns dann auf jeden Fall noch genau anschauen. Ja, okay. Aber von hier komme ich da jetzt auch nicht hin, oder? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Muss doch irgendwie gehen. Irgendwie muss das gehen. So vielleicht. Also hier ist es kaputt. Und hier ist auch nichts, wo ich noch weiter hinkomme. Vielleicht kann ich aber von hier einfach auf das Dach. Jawohl. Sehr cool. Okay, jetzt bin ich quasi oben angekommen. Schauen wir mal eben, ob es jetzt hier noch irgendwas gibt, was es wert wäre. Weswegen wir uns jetzt hier hochgedingselt haben. Aber gerade sieht es mir irgendwie nicht so danach aus. Ja, wahrscheinlich, weil da halt auch einfach nichts ist. Nee, okay. Jetzt ist halt die Frage. Ich denke, dass wir dann fertig sind mit Irwurzburg, oder? Weil dann können wir doch auch einfach jetzt weiter in die Richtung düsen. Schauen wir noch dahin. Was ist hier unten? Ein Feuer. Okay. Ja, ich denke mal, dass wir, wie gesagt, fertig sind. Sonst hätten wir ja bestimmt noch irgendeine andere Quest für hier. Habt ihr gesehen? Die Blume spuckt den Typi an da. Hier ihn. Aber er ist natürlich wieder hinter uns gleich her. Naja, wir gehen mal weiter im Text. Und zwar this way. Also mit diesen Knochendingern zu kämpfen, ist schon echt easy, hätte ich jetzt mal gesagt. Was haben wir denn hier? Führt das in eine Höhle? Oh. Oh. Sieht sehr dunkel aus. Ich kann doch mal eine Fackel werfen. Wie meint ihr das nochmal? Toll, das hat mir ja gar nichts gebracht. Scheiße. Sollen wir da mal rein? Oder sollen wir es lieber nicht tun? Ach, was soll's? Ach, was soll's? Außer, dass hier überall diese kleinen, Nein, halt. Ja, essen muss ich auch wieder. Eigentlich erstmal hier die... Ach so, die tun uns ja nichts. Mein Gott, da muss ich jetzt echt noch dran denken. Naja, jetzt machen wir sie halt schnell kaputt. So. Also, erstmal essen. So, und wo habe ich jetzt meine Fackel hingeschmissen? Kann mir das jetzt mal jemand verraten?
Die ist, glaube ich, einfach jetzt lost, oder? Und hier ist ja auch nichts drin. Und die greifen mich ja an. Blöd. Hier ist es einfach dunkel. Okay, na dann fliehen wir halt wieder. Ohne Fackel. Plündern. Achso, das sind die Fledermäuse. Schade, schade, Schokolade. Ich habe echt gehofft, dass ich jetzt die Fackel wieder kriege. Was kostet uns denn nochmal eine Fackel? Wo ist sie denn? Hier. Äste und Pflanzenfasern. Ja, das sollte kein Problem sein. Dann nur noch einmal Äste. Was ist denn das hier? Indigo. Das kenne ich, glaube ich, schon. Da unten sind Äste. Oh, und hier ist ja auch ein Weg. Den hätte man natürlich auch gehen können. Nee, hier sind keine Äste. Das ist Hartholz, ne? Nee, das sind Äste. Geil. Dann habe ich Äste. Außer... jetzt hat. Und dann machen wir uns nochmal die Fackel, weil ich sonst nichts sehe. Wo ist denn jetzt sie? Ach, ist schon auf ihrem Platz. Okay, sehr schön. Dann müssen wir genau in die Richtung. Hallo, Kumpelblase. Was erwartet uns der? Ach so, Moment, Leute. Bevor wir ins Miasma gehen, möchte ich die Flasche haben. Und jetzt müsste es eigentlich gehen, oder? Wir folgen einfach dem Weg. Wir folgen dem Weg, der uns ins Verderben bringen wird oder direkt in die Hölle. Ich weiß es ja auch nicht. Und eigentlich ist es aber falsch, weil wir nach da müssen. Also will ich dem Weg ja dann doch nicht folgen. Naja. Wir gehen natürlich mal wieder weg vom Weg, weil wir in eine andere Richtung müssen. Dann sterben wir wieder, weil wir nicht auf dem Weg geblieben sind. Nein, Quatsch. Sieht doch ganz gut aus, was wir hier machen, oder? Hm. I can see something. Du, 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 du. What is this? Nix. Was ist das? Und hier ist ja auch Weg. Ist das das, wo wir hin sollen? Nein, das ist weiter nach da. Aber da gibt es, glaube ich, was zu lesen für uns. Ich kann nicht schlafen. Als ich dachte, es sei klug, auf der Baustelle zu übernachten, habe ich falsch gedacht. Ich schuftete bis zum Umfallen und stemmte die Holzbalken ganz allein, lange nachdem die anderen gegangen waren. König Gormander will, dass dieser Turm fertig wird, bevor die Truppen aus dem Norden einfallen. Ich glaube, das wird nicht viel ändern. Aber wenn kümmert es, was ich denke? Schreibfehler. Als ich kurz Rast einlegte, schlief ich ein. Was folgte, war entweder ein Traum oder eine Warnung. Der Boden bebte, eine tiefe Vibration, rhythmisch und weit entfernt, hallte in meinem Ohr schon wieder ein Schreibfehler und spaltete die Gedanken in meinem Kopf wie eine gigantische Flutwelle. Morgen werde ich nochmal bleiben. Ich muss bestätigen, dass es nur ein Traum war. Also Leute, ganz ehrlich, wenn es deutsche Entwickler sind, warum sind dann zwei Schreibfehler in diesem Text? Ich verstehe sowas immer nicht. Ich meine, prinzipiell stört es mich nicht, aber ja. Ist halt einfach nur irgendwie, die Leute sind lost geworden. So, wo geht's denn jetzt hier hin? War dies hier? Ach so, ja, hier liegen einfach Äste, natürlich. Zerklimmen wir den Turm, den schiefen Turm von Pisa, und haben wieder etwas zu lesen. Der Turm ist es nicht wert. Wenn jemand das hier findet, schickt es direkt an Gormander. Ich und meine Jungs sind fertig, und wenn ihr denkt, wir kommen wieder, könnt ihr das knicken. Zuerst dachte ich, ich höre
die Nordarmee, die Normandie, wollte ich sagen, die Nordarmee einmarschieren. So furchterregend dieser Gedanke auch ist, was ich sah, war noch viel albtraumhafter. Die einäugigen Riesen steigen von ihren Berggipfeln herab und sie bringen den Gestank von verbranntem Fleisch und Verwesung mit. Ich kann hören, wie sie sich gemeinsam durch das Tal unter mir bewegen. Ich weiß nicht, wohin sie gehen, aber ich werde nicht bleiben, um es herauszufinden. Ja, musste er auch nicht. Ein Hirtenstab wieder. Okay. Voll die coole Aussicht hat man von hier oben. Und was ist da hinten? Chinesische Mauer oder was? So, wo waren wir stehen geblieben? Wir müssen eigentlich hier in diese Direction. Dann gehen wir doch auch mal dahin. Lass uns einfach treiben vom Wind und schauen, wohin er uns führt. Und zwar direkt dunk gegen eine Wand. Ups. Essen habe ich noch genug? Jawohl. Ah, hier scheint es so, als müssten wir hin. Aber was ist da? Ein verlassenes Zelt? Ach, verlassenes Jägerinnenlager. Okay. Okay, okay. I understand. Besserer Mana-Trank. Achso, da kann ich wieder das Ding sammeln. Und Kupferpfeile. Hier ist auch noch eine Kiste. Und noch was zu lesen. Weit weg von zu Hause. Ich bin jetzt im Dickicht. Reichlich Deckung, aber zu viel Schlamm. Ich hinterlasse Fußspuren. Ich vermisse die festen, felsigen Bergpfade, Kieselsteine in Abgründe zu treten und auf das Echo zu warten. Ein seltsamer Geruch liegt über dem Moor. Er ist faulig und vergoren und erinnert mich an die Brennereien in der Nähe der Heulspitze. Ich habe beschlossen, Irwurzburg zu meiden, zu viel los und ich schmecke Kupfer im Wasser. Schlechte Vorzeichen. Ich muss so schnell wie möglich von hier verschwinden. Oh, und da haben wir wieder was zu lesen. Die letzten Parts halt irgendwie gar nichts und jetzt... Lesen. Talion, der Kampf bei der Brücke. Ich weiß, dass du auch dort gewesen sein musst. Denjenigen, die flüchten konnten, stand der Schrecken in den Augen geschrieben. Das Miasma, sagten sie mit zittriger Stimme. Das Miasma hat alles überflutet. Und trotzdem hat die Armee von Vorgott den Kampf fortgeführt. Bitte sag mir, hast du es eingeatmet? Bist du noch da drin, kleiner Bruder? Spielst du noch immer Kommandant? Ich überblicke das Tal mit der Sonne am Zenit, aber nichts bewegt sich. Ich habe mein Ohr am Boden, aber ich kann keine schweren Stiefel marschieren hören. Falls du da drin bist, gib mir bitte ein Zeichen, Talion. Ich trage dich auch auf dem Rücken, wie in guten alten Zeiten. Deine Schwester Atalan. Mhm. Ja, was ist denn da drinnen? Kann ich da überhaupt rein? Nee, kann ich nicht. Okay. Das heißt, hier wird ja wahrscheinlich dann auch nichts mehr sein, Leute, oder? Ich denke nicht. Hier ist auch nichts. Also, sollte hier noch irgendwas sein, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Und dann werden wir, den Part an der Stelle auch wieder beenden. Ich hoffe natürlich, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und wir werden auf jeden Fall auch noch morgen einen Enshrouded-Part haben, dass ihr auch ein entspanntes, chilliges Enshrouded-Wochenende mit mir habt. Also in dem Sinne, Leute, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!